Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video angesehen, dass wenn wir Delegate auslösen, die entsprechenden Methoden, die der jeweilige Delegate referenziert, eben aufgerufen werden. Haben aber im letzten Beispiel noch nicht wirklich erkannt, welchen Sinn das machen soll, warum wir hier extra nochmal über ein Delegate eine Methode aufrufen sollen, wenn wir das doch direkt einfach so machen konnten. Und das ist auch vollkommen richtig, direkt in diesem kleinen Kontext hier macht das Ganze keinen Sinn. Allerdings möchte ich jetzt mal eben ein größeres Beispiel zeigen, indem wir eine kleine Animation nachbauen und dazu die Klasse SystemTimer nutzen, um eben den Ablauf dieser Animation zu steuern. Dazu schauen wir kurz ins Skript, was denn diese Timer-Klasse überhaupt kann. Die sehen wir hier in eben einer solchen UML-Darstellung. Wir sehen eben, Timer ist eine Klasse, von der man selber nicht ableiten kann. Und Timer hat eben relativ viele Konstruktoren, wie wir hier sehen. Und alle kriegen einen Timer-Callback, wie wir sehen. Und Timer-Callback ist ein Delegate-Typ. Das heißt, was wir hier übergeben, ist ein Delegate. Das ist eben genau die Methode, die aufgerufen wird, wenn wir eben hier diesen Timer einsetzen. Und das Wichtige auch noch an der Timer-Klasse, sobald wir den Konstruktor aufgerufen haben, rennt dieser Timer schon los. Und deswegen kann man hier in den hinteren Überladungen auch direkt angeben die Due Time und die Period. Ich male jetzt hier einfach mal direkt auf dieses Bild mit drauf, hier unten drunter, wie dieser Timer ungefähr aussieht. Also wenn wir uns hier eine Zeitachse vorstellen und das ist eben die Zeit, die hier lang läuft, dann geben wir eben dem Timer mit der Due Time und Period vor, an welchen Stellen er hier auslösen soll. Also wir haben quasi an dieser Stelle hier eine Auslösung und an dieser Stelle hier einen Auslöser und hier an dieser Stelle und so weiter. Das heißt, der Timer tickt sozusagen an bestimmten Punkten in der Zeit. Jetzt habe ich den Pfeil falsch rumgezeichnet, so möchte ich es haben. Hier an diesen eben. Und was genau passiert, wenn eben der Timer einen sogenannten Tick auslöst, ist, dass er die Methode, die über diesen Callback hier referenziert wird, aufruft. Und das heißt wiederum, dass eben eine Methode, die wir dem Timer übergeben, auslöst so, nach einer gewissen Zeit, ganz einfach. Und der Punkt ist eben, die Due Time ist die hier vorne, das ist sozusagen die Zeit bis zum ersten Tick. Und über Period kann man angeben, wie groß die Intervalle zwischen den Ticks hier jeweils sind. Also das wären sozusagen diese Kästen, die ich hier einzeichne. Das ist eben die Zeit, die vergeht, bis der nächste Tick vom Timer ausgelöst wird. Und wir wollen es eigentlich so haben, dass der Timer, was weiß ich, alle 300 Millisekunden ein Signal gibt. Das heißt, wir würden jeweils Due Time und Period auf 300 Millisekunden festlegen. Was wir hier noch haben, ist ein sogenanntes State Object. Das hängt eben mit diesem Timer Callback zusammen. Das werden wir uns gleich noch anschauen. Mit Change, das möchte ich auch noch kurz erwähnen, kann man eben diese Werte für Due Time und Period während der Timer läuft ändern. Und was man eben auch noch machen kann, ist, dass der Timer niemals tickt, wenn wir eben diese Werte auf minus 1 jeweils setzen. Dann würden wir sozusagen den Timer ausschalten. Was auch noch auffällt, ist eben dieses iDisposable Interface. Der Timer ist nämlich nicht direkt in .NET implementiert, sondern er nutzt Funktionalität vom Betriebssystem, das eben auf den Quads, der auf dem, ich nehme mal an, Prozessor oder Motherboard liegt, und der sozusagen für Ticks zuständig ist, dass das vom Betriebssystem gekapselt wird und der Timer greift eben, oder diese Klasse Timer greift auf die Betriebssystemfunktionalität von Windows zu, um eben bei bestimmten Zeiten einen Interrupt zu erfahren und diesen eben
so umzusetzen, dass der Delegate, den wir hiermit übergeben, ausgelöst wird. Okay, dann schauen wir gleich nochmal zurück in den Code und nehmen diesen Beispielcode vom letzten Video hier weg. Was wir also brauchen, ist, dass wir einen Timer uns erstellen. Und wichtig, diese Klasse Timer, es gibt mehrere Implementierungen in .NET. Wir benutzen jetzt eben die System.ThreadingTimer-Klasse. Und hier sehen wir eben sämtliche Überladungen, die hier beim Konstruktor möglich sind, die wir uns ja auch gerade im UML-Diagramm angeschaut haben. Und dann kommen wir gleich nochmal zu diesem Timer-Callback. Wenn wir uns diesen anschauen, dann sehen wir eben hier, auch das ist ein Delegate-Typ letztendlich. Und wir haben hier eben als Rückgabetypen Void. Zeichnen wir das nochmals ordentlich. Und hier als Parameterliste kriegen wir eben ein Objekt mit State rein. Das kann man sich sozusagen selber aussuchen, ob man hier ein State-Objekt mit übergeben möchte. Das sorgt sozusagen dafür, dass wir nicht selber dafür sorgen müssen, dass ein gewisses Objekt bei unserer Methode, die vom Timer aufgerufen wird, dass wir uns das selber über bestimmte andere Mechanismen, beispielsweise über Felder, holen. Brauchen wir hier aber nicht. Deswegen werde ich eben hier im Konstruktor dann auch, wenn wir nochmal zurückgeben, hier dann für dieses State-Objekt null übergeben. Okay, aber wir erstellen uns jetzt erstmal eine Methode, die eben genau diese Rückgabetypen- und Parameterliste hat. Die nenne ich, wenn Timer tickt. Und die muss eben ein Object entgegennehmen. Und dieses Object setze ich aber auf Null. Also ich werde diesen Parameter hier nicht nutzen. Ich kann hier im Konstruktor des Timers eben noch angeben, was soll denn dieses Objekt sein, das ich hier eben übergebe. Aber ich benutze diesen Parameter nicht. Deswegen setze ich ihn einfach auf Null. So, und der Timer soll eben alle 300 Millisekunden ticken. Setze ich hier eben als Intervall fest und hole mir dazu eben über Timespan from milliseconds, gebe ich hier eben 300 Millisekunden als Doppelwert an. Und dieses Intervall gebe ich hier eben als DueTime und als Period mit. Und wir sehen auch hier, wir können eben diese lange Schreibweise für den Delegate weglassen und hier einfach Timer aufrufen. So, und dann können wir schon mal was probieren, indem wir eben sagen, console.writeLine tick, wenn wir das möchten. Ich mache hier einen console.readLine, damit die Applikation nicht beendet. Denn wenn dieser Konstruktoraufruf vorbei ist, dann kehrt dieser Aufruf sofort hier in die Main-Funktion zurück. Ohne dass der, also es ist kein blockender Aufruf sozusagen, bis der Timer irgendwann beendet wird, sondern der Timer löst einfach nach 300 Millisekunden erneut aus. Aber bis dahin wäre sonst unsere Applikation schon zu Ende, wenn ich hier nicht blockend auf in dieser Main-Funktion warte. So, und wenn das eben hier zu Ende ist, rufe ich dann bloß noch das Pause auf, damit eben dieser Timer wieder, oder diese Ressource des Betriebssystems, die der Timer eben braucht, abgebaut wird. Okay, dann können wir diese Applikation mal ausführen. Und wir sehen hier eben, dass wir alle 300 Millisekunden einen neuen Tick bekommen. Und wenn ich hier eben nochmal Enter drücke, dann kommen wir eben an diese Stelle, dass der Timer beendet wird. So, das war aber noch nicht alles, was ich hier jetzt machen möchte, sondern wir möchten auch noch eine kleine Animation machen, haben wir gesagt, und dazu möchte ich diese Klasse ASCII-Baum implementieren, die wir hier sehen. Und die kann eben einen ASCII-Baum wie eine Baumstruktur
aufbauen auf der Konsole. Und das wird im Wesentlichen eben über diese Methode gib nächste Zeile ausgemacht. Und wenn wir diese eben regelmäßig aufrufen hier in dieser Methode, die vom Timer eben ausgelöst wird, dann kriegen wir nach und nach eine Animation, eben diesen Baum aus ASCII-Zeichen auf die Konsole dargestellt. Deswegen werden wir diese Klasse jetzt auch mal hier in unser Programm reinbringen. Ich nehme erstmal den Delegate hier in eine eigene Datei. Und ich schreibe dann hier eben meine Klasse ASCII-Baum. Beim Schreiben sieht man dann auch gleich noch, wie sie aufgebaut ist. Ich habe hier eben ein Feld, das ist das ASCII-Zeichen, das ich hier einsetze. Und hier habe ich die Anzahl Leerstellen und die Anzahl Zeichen. Und ich möchte, wenn ich diesen ASCII-Baum eben erstelle, wissen, wie viele Zeilen er noch ausgeben soll und eben wie das Zeichen aussehen soll, das er verwenden möchte. Und was wir hier auch sehen, ist, das ist auch eine Neuerung, man kann Parameter mit einem Standardwert vorbelegen. Das heißt, dieser Parameter hat standardmäßig eben das Sternchen als Wert. Und wenn der Aufrufer eben das mit dem Sternchen okay ist, dann braucht er diesen Parameter beim Aufruf dieses Konstruktors auch nicht mehr angeben. Das geht nicht nur bei Konstruktoren, das kann man bei jedweder Methode machen, außer bei Eigenschaften und Events, aber bei jeder anderen Methode auch, die eben Parameter direkt entgegennimmt. Und das wollte ich Ihnen bloß nochmal kurz zeigen, damit Sie das auch nochmal gesehen haben. Was wir hier eben machen, ist, wir überprüfen, ist die Anzahl Zeilen kleiner als 2, weil das wäre irgendwie eine Fehlbedingung, wenn unser ASCII-Baum bloß eine Zeile oder sogar 0 oder minus 1 hätte. Dann gebe ich hier eben eine Argument out of range Exception mit Anzahl Zeilen aus. Das Zeichen setze ich hier eben auf mein Feld fest und die Anzahl an Leerstellen, die ich hier habe, ist eben die Anzahl an Zeilen minus 1. Okay. Dann bauen wir in diese Klasse noch die Methode gib nächste Zeile aus ein. Und diese Methode sorgt eben dafür, dass das Zeichen jetzt oder dass die nächste Zeile auf der Konsole ausgegeben wird über diesen ASCII-Baum. Wie stelle ich mir das vor? Wenn ich hier mal Kommentare mache. Also ich möchte sozusagen, dass ich dieses Sternchen hier ausgebe in der ersten Zeile. In der nächsten Zeile eben hier, hier, hier. In der dritten Zeile eben sind es insgesamt 5 Zeichen. Und dann in der vierten 7 und so weiter. Das heißt, ich muss sozusagen, wenn ich 4 Zeilen ausgeben soll, habe ich eben zuerst 3 Leerstellen hier oben und dann kommt das Zeichen. Also wenn ich insgesamt 4 Zeilen habe, habe ich eben die Anzahl an Leerstellen zunächst auf 3 festgelegt. Also ich gebe für die erste Zeile sozusagen 3 Leerstellen aus, dann das Zeichen. Dann nur noch 2 Leerstellen und 3 Zeichen, das heißt die Anzahl der Zeichen erhöht sich pro Zeile plus 2. Und genau nach diesem Muster werde ich eben hier unten auch den Code strukturieren. Das heißt, ich gehe hier diese Leerstellen an, das ist eben String. Hier benutze ich eben ein Leerzeichen und Anzahl Leerstellen. Was passiert hier? Ich erstelle hier eben einen String, der über genau so viele White Spaces verfügt, wie ich eben hier angebe. Und im ersten Moment ist das eben n minus 1. Also wenn wir 4 Zeilen haben, ist n gleich 4 und damit hätten wir 3 Leerstellen hier. Und dann setze ich mir natürlich auch die Zeichen zusammen. Das ist eben ein neuer String
wo ich eben dieses ASCII-Zeichen einsetze und die Anzahl der Zeichen übergebe. Wenn ich das habe, kann ich einen Console-WriteLine machen, wo ich eben diese beiden Sachen, die Leerstellen und die Zeichen, konkateniere. Und dann muss ich für den nächsten Aufruf, da sind wir dann in der nächsten Zeile, eben diese Laufvariablen noch anpassen. Das heißt, ich muss sagen, dass sich die Anzahl der Zeichen eben um 2 erhöht und dass sich die Anzahl der Leerstellen um 1 verringert. So. Und dann baue ich mir noch eine Eigenschaft ein, in der ich abfragen kann, ob ich fertig mit der Ausgabe bin. Und hier gebe ich einfach bloß zurück, ob die Anzahl der Leerstellen gleich minus 1 ist. Denn in der letzten Reihe haben wir eben keine Leerzeichen mehr. Also da ist Anzahl Leerstellen gleich 0. Und stattdessen haben wir eben die entsprechende Anzahl an Zeichen. Und wenn ich dann eben bei diesem Durchlauf nochmals hier die Anzahl der Leerstellen verringere, dann bin ich letztendlich bei minus 1 und genau dann soll eben dieser Algorithmus abbrechen. Und deswegen baue ich hier auch noch vorher eine Abfrage ein. Ist er fertig mit der Ausgabe, dann führe ich eben gar nichts mehr aus. Okay, dann schieben wir diese Datei diese Klasse in eine eigene Datei. So rum. Nehmen das wieder weg. Und erstellen uns hier jetzt eben auch, diesmal aber in Feldern, eben diesen ASCII-Baum. Und wir nehmen auch den Timer als Feld, damit wir ihn nämlich hier unten in dieser Methode auch einsetzen können. So, und dann erstellen wir hier eben diesen Timer. Das nehmen wir weg. Denn anstatt hier eben in dieser Methode bloß einen Tick auszugeben, möchten wir jetzt eben hier dem ASCII-Baum sagen, Punkt, gib nächste Zeile aus. Und wir überprüfen auch in dieser Abfrage, ist der ASCII-Baum schon am Ende? Wenn das nämlich der Fall ist, dann nehmen wir oder sagen dem Timer, dass er aufhören soll mit der Ausgabe und setzen ihn gleichzeitig auf Null, damit er eben, also eigentlich brauchen wir das nicht machen, mit Dispose reicht es eigentlich aus, damit der Timer aufhört. Und wir haben hier immer noch das ReadLine. Wir können jetzt noch mal genauer drauf eingehen, was hier eigentlich passiert. Aber wir schauen uns, glaube ich, erstmal kurz an, wie dieses Programm jetzt weitermacht. Also, nochmal kurz zum Konzept. Wir haben hier eben diesen Timer erstellt. Und das Wichtige ist, dass dieser Timer als Delegate diese Methode, wenn Timer tickt, hier eben übergeben bekommt. Und er ruft jetzt eben diesen Delegate auf, immer genau dann, wenn eben er vom Betriebssystem mitgeteilt bekommt, hey, das Intervall hier ist abgelaufen. Genau dann ruft er eben unsere Methode hier auf. Wir können hier abprüfen, ist er fertig mit der Ausgabe, wenn das der Fall ist, dann schalten wir den Timer eben ab. Das passiert mit diesem Dispose-Aufruf. Was ich hier noch vergessen habe, sehe ich gerade, dass ich hier noch einen Return schreiben muss eigentlich, weil sonst würden wir nicht hier in diesen Fall reinkommen. Also das werde ich nochmal kurz machen, dass wir hier eben noch Return schreiben. Ansonsten, wenn das hier eben nicht der Fall ist, dann geben wir die nächste Zeile einfach über unsere Klasse aus. Und dann schauen wir uns das mal an, wie das funktioniert. Und wir sehen eben hier, dass ich noch irgendwo einen Fehler habe. Ja, genau.
Ich habe vergessen, dass ich diesen ASCII-Baum initialisiere. Und wir möchten beispielsweise 15 Zeilen haben. Und das Zeichen dahinter, das passt. Also wir sehen hier auch nochmal, dass eben dieses Char-Zeichen ist gleich Stern. Aber wir wollen es genauso haben, deswegen brauchen wir jetzt diesen Parameter hier nicht angeben. So, und wenn wir das jetzt ausführen, sollte es funktionieren. Wir sehen hier, wie eben schrittweise dieser ASCII-Baum aufgebaut wird. Und das ist jetzt unsere erste Animation. Wenn wir uns das jetzt nochmal wirklich visualisieren wollen, was hierzu passiert, dann könnten wir das beispielsweise so machen, dass wir hier sagen, wir haben hier wirklich diese Komponente, die eben Timer heißt. Und wir haben hier eben unser Programm. Und in diesem Programm gibt es eben eine Methode, die heißt, wenn Timer tickt. Der Punkt ist jetzt, diese Timer-Klasse kann nicht wissen, wie diese Programmklasse aussieht. Also er hat eben keine Ahnung davon, wie das Ganze funktioniert. So möchte ich sagen. Also hier hat keine Ahnung, wie diese Programmklasse ausschaut. Er kann also auch gar nicht wissen, dass es diese wenn-timer-tickt-Methode gibt. Warum ist das so? Nun, weil eben diese Klasse Timer hier entwickelt wurde, als es unser Programm noch gar nicht gab. Das Ding wird ja mit dem .NET-Framework ausgeliefert und hat deswegen auch keinerlei Ahnung über unsere Methode, die es hier gibt. Wir haben jetzt aber über Delegates die Möglichkeit, und den Delegate male ich jetzt hier einfach mal so als Kästchen in die Mitte, dass der Timer eben auf diesen Delegate zugreifen kann. So. Und der Delegate wiederum, der referenziert eben hier diese Methode, wenn Timer tickt. Und so haben wir die Möglichkeit, über einen Delegate, eben hier, dem Timer mitzuteilen, welche Methode er eigentlich aufrufen soll, wenn er irgendwann seinen Tick-Event hat. Also wenn er intern mitbekommt, hey, ich muss jetzt etwas auslösen, damit eben ich meine Funktionalität als Timer erfülle. Und das Ganze, was wir hier auch sehen, ist nicht nur dieses Prinzip, dass wir eben bestimmten Komponenten Referenzen auf Methoden wie ein Parameter übergeben können, sondern das Ganze, was wir hier auch sehen, ist eine Umkehrung des Kontrollflusses. Also nochmal, wir sehen hier an diesem Beispiel, dass wir eben hier eine Methode wie einen Wert für einen Parameter übergeben. Das ist das erste Wichtige, was wir merken müssen. Das zweite Wichtige ist aber, und das ist noch viel schwerwiegender, diese Methode rufen wir niemals selbst auf, sondern wir haben eben über einen Delegate eine Referenz an diese Timer-Klasse gegeben und er ruft dann unsere Methode auf, wenn er eben weiß, dass dieses gewisse Intervall abgelaufen ist. Und wir sehen hier auch wirklich in unserer Main-Methode, da ist nirgendwo ein Aufruf von wenn Timer tickt drin. Wir haben den direkten Aufruf dieser Methode eben an den Timer abgegeben. Und das nennt man eben das Hollywood-Prinzip. Das sagt im Prinzip bloß aus, dass wir nicht mehr selber unsere Methoden aufrufen, sondern dass andere Komponenten, die üblicherweise Teil eines Frameworks sind, damit beauftragt sind, unsere Methoden aufzurufen. Und wir haben hier im Skript auch nochmal ein UML-Diagramm dazu. Hier sehen wir den kompletten Ablauf der Methode main. Also was passiert hier? Wir sehen hier eben, dass zuerst mal dieser ASCII-Baum erstellt wird,
Das passiert im Prinzip alles hier oben. Verzeihung. In diesem Aufruf. Dann wird der Timer erstellt. Das passiert hier unten. Und wenn dieser Aufruf zurückkommt, ist eigentlich unsere Main-Methode schon vorbei. Wir rufen selber niemals diese Gib-nächste-Zeile-Methode aus. Was wir stattdessen hier sehen, ist eben diese Box hier. Das ist der sogenannte Deferred Call. Und das ist eben das Wichtige, worauf wir jetzt hinaus wollen. Das ist das Hollywood-Prinzip. Der Timer ist dann jetzt eben zuständig dafür, wenn er eben das Signal vom Betriebssystem bekommt, dass wir jetzt hier eben 300 Millisekunden abgelaufen sind, dass er unsere Methode, wenn Timer tickt, aufruft. Und innerhalb dieser rufen wir eben wieder gib nächste Zeile aus, überprüfen dann, ist er fertig mit der Ausgabe. Wenn nicht, dann machen wir einen Return und dieser Return sorgt eben dafür, dass wir letztendlich abbrechen. Wichtig ist aber hier, wir rufen, wenn Timer tickt, niemals selbst auf. Und das wird eben durch diesen Deferred Call, diese Box hier außen, sichtbar gemacht, sondern der Kontrollfluss ist jetzt eben so, dass der Timer zu bestimmten Zeitpunkten uns diese Methode aufruft. Und genau das ist eben das sogenannte Hollywood-Prinzip. Und das ist eben aus dem Klischee entstanden, dass ein Bewerber bei einem sozusagen Casting für einen Film in Hollywood am Ende immer den Satz zu hören bekam, don't call us, we call you. Und das ist eben der Punkt gewesen, dass ein Bewerber sich nicht selbstständig um den Status seiner Bewerbung kümmern soll, sondern die Filmproduktion meldet sich dann bei den, was weiß ich, 20, 50, 100 Bewerbern, wirklich nur bei denen, die sie wirklich haben möchte, und muss sich dann nicht um die restlichen 100 Absagen beispielsweise kümmern. Und aus diesem Klischee, don't call us, we call you, ist eben auch genau dieses Prinzip entstanden, dass wir eben über Delegates die Möglichkeit haben, Referenzen von unseren Methoden an bestimmte Komponenten im Framework zu übergeben. Hier in diesem Fall eben der Timer. So. Und mit diesen Referenzen ist es dann eben möglich, dass der Timer unsere Methoden aufruft und wir nicht mehr das selber machen. Und dieses Umdrehen der Verantwortlichkeit, dieses wir lösen unsere Methoden nicht mehr selber aus, das nennt man eben das Hollywood-Prinzip. Und warum reite ich jetzt so lange auf diesem Thema rum? Weil dieses Hollywood-Prinzip sehr populär geworden ist, als die Oberflächenprogrammierung Anfang der 90er in etwa voll in Fahrt gekommen ist, wo eben immer mehr private Desktops, PCs auch zur Verfügung standen und eben Applikationen, die eine richtige Oberfläche hatten, mit denen der Nutzer über Buttons, Textboxen, Listboxen, Comboboxen und so weiter eben interagieren kann, stark Fahrt aufgenommen haben. Warum? Jedes Mal, wenn ein Button gedrückt wird, ist das letztendlich nichts anderes, als dass dieser Button einen Delegate auslöst, der letztendlich unsere Methode, die wir dem Button eben mitgeteilt haben, aufruft. Das heißt, wenn wir beispielsweise einen Dialog haben, wo wir einen neuen Kontakt für Microsoft Outlook beispielsweise erstellen und dann rechts unten OK drücken, um diesen Kontakt wirklich zu erstellen, dann ruft der Button über einen Delegate nach genau diesem Hollywood-Prinzip eine Methode von uns auf, die dann eben dafür sorgt, dass ein neues Kontaktobjekt erstellt wird, das in einer Liste beispielsweise gespeichert wird und dass diese Ansicht, diesen Dialog, den der Nutzer gerade sieht, wieder ausgeblendet wird und er zum Hauptfenster zurückkommt. Genau das werden wir eben noch sehr häufig sehen, wenn wir uns mit Oberflächenprogrammierung beschäftigen, weil da ist dieses Prinzip allgegenwärtig. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Es war jetzt ein etwas längeres Video, ist aber auch relativ viel dahinter eigentlich, auch wenn man das gar nicht so sieht. Wir werden uns im nächsten Video mit Events beschäftigen. Ich sage bis dahin, bis bald und auf Wiedersehen.